So, einen schönen guten Morgen aus dem schönen Zillertal. Ich wollte doch mal einen Zwischenbericht aus meinem Urlaub mit dem Android 9 mit dem Chipsatz Snaptracken bringen. Und zwar, wie das Ganze gut funktioniert und was mir besonders gefällt oder was vielleicht auch mich stört. Ich mache mal hier einfach so einen kleinen Live-Bericht sozusagen. Was mir besonders gut gefällt, ist direkt schon mal, das Rückfahrkamera ist sofort verfügbar. Ich habe die noch nicht angeschlossen, deswegen steht da noch ein neues Signal. Ansonsten top übernommen. Jetzt gehen wir mal auf Drive, dann stellt er auch wieder um. Und das Hochfahren geht auch relativ zügig. War vielleicht nicht so ganz so zügig, wie sie es versprochen haben. Jetzt läuft hier auch gerade schon ein Clip ab. Das war gerade noch im Hintergrund. Ich habe mir noch so eine App installiert, dass ich mich da was automatisch starten lassen kann. Ich mache das Auto dann aus. Jetzt verbindet noch CarPlay. Ich weiß, Verbindung. Je nachdem, manchmal funktioniert es gut, manchmal hängt sie. Jetzt glaube ich, hängt sie leider gerade. Dann müssen wir einmal das beenden. Wegen Rechte mache ich mal die Musik aus. Probieren wir nochmal. Das dauert immer so. Meistens so nach einer Minute, sage ich mal, vielleicht ein bisschen schneller. Ist die Verbindung zum Apple Car da. Genau. Funktionen über den iDrive gehen dort nicht. Ich kann aber hier mit dem Touchscreen arbeiten. Kann auch mit meiner Apple Watch zusammenarbeiten. Heißt Musiksteuerung oder wenn ich jetzt sage, hey Siri. Funktioniert natürlich jetzt mal nicht. Hey Siri. Ja, warum auch immer. Vielleicht funktioniert es gerade nicht, weil ich mit dem iPhone arbeite. Aber ansonsten, Sprachsteuerung funktioniert auch. Man sollte aber dann die Musik leise drehen. Ich habe jetzt noch kein externes Mikrofon extra angeschlossen. Das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, ob es jetzt über das interne Mikrofon läuft oder oben im Dachhimmel das Mikrofon genutzt wird. Auf jeden Fall ist die Sprachverbindung sehr gut. Auch beim Telefonieren und alles. Das funktioniert super. Ja, wie gesagt, ich kann ansonsten, könnte ich jetzt sagen, hier, such mir die nächste Bäckerei, das habe ich eben auch gemacht. Ich weiß gar nicht, wird wahrscheinlich auch noch aufgelistet, genau, wird dann auch noch aufgelistet. Und dann funktioniert sogar die Apple Watch mit, dass er dann die Weganweisungen dann auch noch über die Apple Watch auswirft. Kann hier drüber natürlich auch telefonieren. Das geht auch. Und ansonsten kann ich jetzt hier sagen, gehe in BMW-Menü. Das ginge auch über das iDrive dann, in dem Fall über die Back-Taste. Und ich habe jetzt momentan nicht die neueste ID-Version mehr ausgewählt, weil ich finde einfach von der Oberfläche das hier ein bisschen ansprechender. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er besser findet oder nicht. Ich habe mir jetzt übrigens als Navi das Cygic installiert. Da bin ich sehr zufrieden mit, funktioniert auch super, hatte zwar immer auch einen Absturz bis jetzt gehabt, aber ansonsten tadellos. Ich habe übrigens auch hier eine SIM-Karte verbaut und funktioniert auch super. Dazu aber, man sollte darauf achten, wie rum diese SIM-Karte eingebaut wird. Bei dem Hersteller ist es komischerweise, ich mache da auch nochmal irgendwie ein Bildchen oder was bei YouTube mit dabei, dass die SIM-Karte, diese kleine Aussparung, muss nach aus dem Gerät raus zeigen, aus dieser Richtung. Und die Chip-Seite zum Fahrer sozusagen. Ich habe am Anfang rumprobiert und ich bin nicht drauf gekommen, dass man es vielleicht so rumdrehen muss. Und dann war das nächste Ding gewesen, dann ging es immer noch nicht. Dann muss man mich unter mehr Apps gehen, Einstellungen. Und dort nochmal extra unter Netzwerk, Mobilfunk, was, da, 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 da,
APN habe ich extra noch Einstellungen hinterlegen müssen, weil sonst ging das nicht. Das kennt man von früher noch, von alten Handys, dass man da teilweise, dass die Provider-Daten nicht übernommen worden sind. Das muss ich jetzt hier auch machen. Achso, zur Ausstellung von meinem F31. Ich habe hier sonst, da mache ich auch noch ein Bild dabei, hatte ich einen CIC drin gehabt. Oder nee, NBT, Champ 2 auf jeden Fall. Und dann gehe ich auch kurz mal rein hier. Also das funktioniert auch alles noch super, auch von der Auflösung. Außer oben so ein klitzekleiner Rand. Weiß nicht, ob das jetzt, das war glaube ich sonst in der Originalanzeige nicht drin gewesen. Aber ansonsten tadellos. Bin ich sehr zufrieden. Kann man hier zurückgehen oder ich könnte es auch über das Lenkrad, über die Sprachtaste machen. Das ging ja auch. Da kann ich mir hinterlegen, ob ich das Navi öffnen möchte oder hier einfach direkt wieder in das Homescreen komme. Was auch super finde ist, also das war jetzt falsch. Drücken wir mal hier, gehen wir mal da rein. Was ich auch super finde ist das Dashboard. Nutze ich jetzt nicht so viel, aber die Funktion zum Beispiel, dass ich die Tür aufmache, das wird abgegriffen, dass ich jetzt nicht angeschlossen bin. Das ist auch super. Oder wenn ich jetzt den Motor starte, dass er auch wirklich die Drehzahlen das abgreift. Das ist wirklich super. Das haben sie gut gemacht, die Jungs. Da kann man nicht meckern. Ansonsten iDrive funktioniert auch tadellos. Kann also links nach rechts scrollen, das Ganze. Das funktioniert. Kann auch in die einzelnen Menüpunkte reingehen, wie jetzt sagen wir mal hier bei den Videos. Ja, da könnte ich reingehen. Kann auch in dem einzelnen Menü rummachen. Ja, da könnte ich auch drin rumscrollen mit dem iDrive. Dann nehmen wir mal hier gerade, wir können ja eigentlich mal hier, genau, da habe ich ja mitgewirkt drin, mitgearbeitet. Liebe Grüße an die Jungs. Das ist, was für eine Wahrheit. Film Enemy. Davon, was er macht. Sound läuft übrigens über AUX bei mir. Da muss ich extra das Kabel durch die Mittelkonsole in die Armlehne ziehen. Das hat leider nicht funktioniert. Bei manchen funktioniert es auch ohne das. Und die USB-Stecker habe ich unten einfach in der Klimablende gelassen. Manche machen das auch ins Handschuhfach. Aber so oft muss ich da jetzt eigentlich nicht wirklich dran. Deswegen habe ich es jetzt erstmal dort belassen. Was bleibt sonst noch, was ich erzählen könnte? Ah ja, den Dongle für Apple CarPlay. Der ist übrigens wireless. Das sieht man jetzt natürlich hier am iPhone nicht. Aber können wir da höchstens, oder? Ja, man sieht, hier ist kein Kabel dran. Also das funktioniert super per Funk. Oder was heißt gut? Super wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, es ist manchmal so ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten, dass man die App mal kurz beenden muss oder am iPhone einfach auch die Verbindung mal trennen muss. Ich hoffe, da gibt es noch ein Update für. Was noch wünschenswert wäre, dass dieses Startbildschirm vielleicht ganz verschwindet oder nur kurz angezeigt wird, das finde ich immer so ein bisschen störend. Aber dafür, dass man Apple CarPlay dann hat, ist das schon mal super. Ja, ansonsten kann man vieles auch so schon eh im Internet lesen. Ich bin auf jeden Fall super begeistert, auch vom, da sollte man vielleicht noch drauf eingehen, von Display. Man sieht zwar, dass ich hier mich ein bisschen spiegel, aber ansonsten, wenn die Sonne scheint und ich habe hier auch ein Panoramadach, super. Also kaum Reflexionen drin, super leserlich, der Bildschirm finde ich sehr gut. Was mich auch noch ein bisschen stört ist, an dem Gerät, da muss ich noch drauf eingehen, ist hinten, das kann ich jetzt nicht zeigen, ist der Zugang hin zu einer SIM-Karte und der Micro-SD. Da könnte man vielleicht ein bisschen besser
anordnen, dass man auch besser rankommt. Die Klappe ist ein bisschen tricky, dass man die runterkriegt und auch die Karten rein. Ich habe dann in der Anfangszeit habe ich auf so einen Klebestreifen drauf gemacht, den habe ich jetzt auch drauf gelassen, dass man die Karten ein bisschen besser rausgezogen kriegt. Weil sonst ist es teilweise echt schwierig, da die Karte rauszukriegen. Das sollte eigentlich ausgeworfen werden, richtig. Aber das geht nur bei der Micro-SD. Bei der SIM-Karte funktioniert das nicht. Da muss man, wenn dann mit einer Pizette nahe rangehen, um das wieder da rauszukriegen. Und das ist dann schon ein bisschen nervig gewesen. Ansonsten bin ich super zufrieden mit. Wie gesagt, man kann hier viel mitmachen. Gerät ist so, würde ich sagen, ja, in 30 Sekunden knapp hochgefahren. Mit allem drum und dran. Rückwärtsfahrkamera, das geht sofort. Also in der Regel, wenn man ausparkt, wie ich, aus der Garage oder sowas, klappt das auch sehr, sehr gut. Kann ich nicht klagen. Anzeigen hier drauf, ich habe hier diese erweiterte Anzeigen, das geht leider nicht. Also wie jetzt Weganweisung, was aber geht, ist, das ist aber auch nur eingeschränkt möglich, wenn ich jetzt hier Musikwiedergabe starte. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte den nächsten Titel anwählen, hier über meinen Scroll, das geht, aber er zeigt mir halt nicht die Titel an. Das geht nicht. Ne? Aber ansonsten finde ich es trotzdem sehr gut. Und ja, alles andere schreibe ich dann nochmal später dazu, beziehungsweise es gibt ja noch einen Clip, wo ich so kurz ein bisschen einen Blick gebe, wo ich es erstmal selber sowas eingebaut habe. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Habe $450 bezahlt, plus halt im Dongle. Der war nochmal bei 60 Euro gewesen, glaube ich. Auf jeden Fall tolle Technik, super. Und schönes Upgrade auf jeden Fall für meinen BMW F31. So, wir fahren jetzt gleich nach Hause und wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß.